genau. So, wie gesagt, der Deutsche Orden kaufte und ließ abreißen und dann ein neues Gebäude errichten. Aber nicht nur ein Gebäude, sondern eine komplette Hofanlage. Hier haben wir eine Karte von 1688, wo die Doktorsburg eingezeichnet ist. Man sieht das Haupthaus hier, einmal etwas größer. Hier das Haupthaus, zweigeschossig mit einem sehr steilen Dach, in Ziegelstein, Sichtigkeit und noch ein paar Gebäude nebendran. Und das war eigentlich auch eine sehr gute Abbildung, denn über die Bauforschung hat sich gezeigt, dass das Ganze richtig war. Hier haben wir nochmal eine Karte, wo man im Grunde genommen sieht, wie einsam das Ganze gelegen ist. Und das hier von 1846, ein Stich. Hier ist die Doktorsburg auch eben noch charakteristisch, wirklich mit diesem hohen Neorenaissance-Dach, dem kleinen Treppenturm, der noch da ist, und hier ziegelsteinsichtig. Und da sieht man dann eben die umgebenden Wasserflächen. Und das kann man hier auch nochmal wunderbar nachvollziehen. Da haben wir hier die Doktorsburg mit den Nebengebäuden. Hier hinten ist die Dünn. Und da sind die verschiedenen Wassergräben, die dann das Ganze eingefasst haben. Hier nochmal 1914 die Doktorsburg, hier die Dünn. Und das ist dann die geplante Dünnbegradung, die auch durchgeführt worden ist. Das heißt, man rutschte viel weiter mit der Dünn von der Doktorsburg weg. Hier der Büchelter Hof, hier die Eisenbahnlinie. Hier habe ich eine Planung von 1922, Abriss der kompletten Doktorsburg. Hier Bau der Mittelschule, hier Bau des Gymnasiums, Stadthalle, geplanter Bau eines Schwimmbades und hier eine Wohnbebauung. Das heißt also, alles sollte weg. Das hat sich dann aber aus Geldmangel erübrigt. Und warum lachen Sie? Ist das jetzt häufiger vorgekommen, dass ich was aus Geldmangel erübrigt habe? Hier ein Plan von 1926. Das stimmt aber nicht ganz, denn erst in den 30er Jahren sind die Nebengebäude wegen Baufälligkeit abgerissen worden. Da hatte nämlich die Stadt das Ganze übernommen. 1930 ja Stadt Leverkusen dann. Und hier ein Luftbild nach 1930. Mittelschule, CD-Gymnasium steht schon hier, die sanierte und begradigte Dünn, und hier das Gebäude der Doktorsburg ohne umgebende andere Bauten. Hier ein Bild nach der Sanierung, und ich zeige gleich noch ein paar andere Sachen von der Sanierung. 1938 als Parteiheim der NSDAP. Es ist eigentlich der jetzige Zustand. Putz ist draufgekommen. Hier oben sind die Fenster anders geworden und ja, das Dach ist einmal komplett neu gedeckt worden. Und das Interessante ist, was innen passiert ist. So, da müssen wir einmal. So. 1928 hat der Herr Fähler, der ja schon bekannt ist als Architekt, eine komplette Aufnahme dieser Doktorsburg gemacht. Heißt also Grundrisse, Ansichten und Schnitte. Und hier auch zum Beispiel eingezeichnet, hier diese Kölner Decken, schön verziert in diesem Saal. Ja. Das knickt, das ist das Problem. So, hier sieht man den kleinen Treppenturm und das zum Beispiel anhand dieser Stufen, dass dieser Raum hier tiefer liegt. Und auch hier oben. Es ist erstaunlich, dass wir nur schiefe Wände in diesem Teil hier drin haben. Und dann gibt es eine Umbauplanung. Und zwar eine Umbauplanung von 1935. Und da sieht man im Grunde genommen, die Außenwände sind stehen gelassen worden. Dieses Stück Wand. Und der Rest ist komplett ausgetauscht worden. Und wenn wir in den Schnitt gucken, sind auch alle Decken ausgetauscht worden. Also alles, was Holzbalkendecken waren, ist rausgekommen und Betondecken reingekommen. Dieser Treppenhausturm ist zum WC umgebaut worden und eine große Treppe hier innen reingesetzt worden, auch aus Stahlbeton. Das heißt, im Grunde genommen ist das ganze Gebäude entkernt worden. Man hat hier einen neuen Eingangsbereich eingesetzt
mit einer vorderen Tür hier, dann einer kleinen Tür hier als Windfang und hat den Rest im Grunde genommen so gestaltet, als wenn es alt wäre. Und jetzt gehen wir mal rein. Schön verputzt, wie man im alten Fachwerkhaus hat, sind Betonlenken. Ja, ganz klar, aufgrund der Zeichnungen kann man es nachvollziehen und wenn man dann mal mit einem Knopf sieht man es auch. Was interessant ist, sind die restlichen Bauspuren hier an dem ganzen Gebäude. Die Fenster zum Beispiel. Die Fenster sind alle neu reingekommen 1935 bei dem Umbau. Und das kann man an den originalen Fenstergriffen hier auch noch erkennen. Denn im Vortrag hatten wir das schon gesehen. Hier sehen Sie Abbildungen der sogenannten Frankfurter Normenbeschläge. Und das sind genau diese Fensterbeschläge hier aus den 30er Jahren, die eingebaut worden sind und die auch noch im Grunde genommen an diesen Fenstern erhalten sind. Und des Weiteren kann man funktionieren auch. Die funktionieren auch noch, ja.